Hallo zusammen und willkommen. Wenn deine Gelenke geschwollen sind, ist es ratsam herauszufinden, ob der Harnsäurespiegel im Blut über dem Normalwert liegt. Dies ist ein häufiges Phänomen, das in vielen Fällen auf die Ernährung zurückzuführen ist. Langfristig kann ein erhöhter Harnsäurespiegel die Gelenke schädigen und zu Schmerzen und Gicht führen. Experten empfehlen den Konsum von Alkohol, süßen Speisen und purinreichen Produkten wie Fleisch, Meeresfrüchten, Pilzen und Hülsenfrüchten nicht zu übertreiben. Purine sind einer der Hauptverursacher für die Freisetzung von Harnsäure im Blut. Welche 10 Lebensmittel du alternativ essen solltest, um deinen Harnsäurespiegel zu senken, stellen wir dir in unserem heutigen Video vor. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Beantworten wir die Frage, wie kannst du deine Ernährung auf dieses Problem zuschneiden? Einige der nützlichen Gemüsesorten enthalten auch viele Purine. Dazu gehören Blumenkohl, Spinat und Spargel. Da es sich bei einigen dieser Lebensmittel um Grundnahrungsmittel handelt, geht es nicht darum, ganz auf sie zu verzichten, sondern darum, eine ausgewogene Ernährung aufzubauen und den Verzehr dieser Lebensmittel auf dem wöchentlichen Speiseplan mit anderen zu verdünnen. Zum Beispiel mit den vorteilhaften fettarmen Milchprodukten Joghurt und Frischmilch, Käse und Hüttenkäse. Der wichtigste Ratschlag für Betroffene ist, viel Wasser zu trinken. Mit einem gut hydrierten Körper werden Giftstoffe ungehindert aus dem Körper ausgeschieden. Hier wird nun empfohlen, mindestens 2,5 Liter pro Tag zu trinken. Vitamin C, wichtig für den Abbau von Harnsäure und deren Entfernung aus dem Körper. Die Ernährung sollte reich an Vitamin C sein, das dazu beiträgt, die Harnsäure abzubauen und über den Urin aus dem Körper zu entfernen. Gute Vitamin C-Quellen sind Zitrusfrüchte, Kiwi, Limetten, Mandarinen, Zitrone, Orange und so weiter. Ebenso gut sind Paprika, Tomaten, Kohl, Brokkoli und grünes Blattgemüse. Einigen Studien zufolge tragen Ballaststoffe zur Senkung des Harnsäurespiegels im Blut bei. Wahrscheinlich sind diese an der Aufnahme und Ausscheidung aus dem Körper beteiligt. Reich an Ballaststoffen sind Obst, Gemüse und natürlich Vollkornprodukte, insbesondere Äpfel, Orangen, Erdbeeren, Heidelbeeren, Birnen, Brokkoli, Gurken, Sellerie, Karotten, Haferflocken und Gerste. Ein weiteres nützliches Getränk ist Limettenwasser wegen seines hohen Gehaltes an Zitronensäure. Es genügt, eine halbe Limette in einem Glas Wasser zu zerdrücken und zweimal am Tag morgens und abends einzunehmen, um das Ergebnis zu beeinflussen. Gemüse ist natürlich ein unverzichtbarer Helfer. Besonders nützlich gegen harnsäurebedingte Gelenkschwellungen ist frisch gepresster Karottensaft. Es werden 300 ml pro Tag empfohlen, die mit 100 ml Gurkensaft gemischt werden können. Gemüse ist wertvoll für den Körper, da es zur Aufrechterhaltung des Basensäurengleichgewichts beitragen kann. Frische Tomaten sind zum Beispiel eines der besten Produkte, mit denen man eine gute Alkalisierung des Körpers und damit eine Senkung der Harnsäure im Blut erreichen kann. Zwei weitere ähnliche Gemüsesorten sind Gurken und Brokkoli. Vergessen wir aber nicht die so nützlichen Früchte. Unter den Früchten sind Äpfel wegen der Apfelsäure nützlich, die den Harnstoff neutralisiert und Schwellungen der Gelenke lindert. Experten empfehlen, mindestens einen Apfel pro Tag zu essen. Eine weitere nützliche Frucht für diesen Zweck sind Bananen. Wenn möglich, solltest du immer Kirschen, Erdbeeren und Beeren verzehren. Kirschen enthalten spezielle Flavonoide, Anthocyane, die nicht nur zum Abbau der Harnsäure beitragen, sondern auch deren Auskristallisierung und Ablagerung in den Gelenken verhindern. Kirschen sind auch insofern nützlich, denn sie helfen, Säure zu neutralisieren und Entzündungen und Schmerzen zu verhindern. In einer Studie wurde nachgewiesen, dass 200 Gramm Kirschen täglich den Harnsäurespiegel im Blut normalisieren können. Erdbeeren und Beeren sind auch wegen ihrer Pigmentstoffe, die eine stark entzündungshemmende Wirkung haben, von Vorteil. Beantworten wir die Frage, sollten wir nun auf den Verzehr von Hülsenfrüchten verzichten? Nein, Hülsenfrüchte sollten nicht komplett ausgeschlossen werden, sondern eher in Maßen serviert werden. Erstens, weil sie reich an Ballaststoffen sind und zweitens, weil sie eine gute Quelle für Folsäure sind, die ebenfalls zur Vorbeugung von Gicht benötigt wird. Linsen eignen sich besonders gut in dieser Richtung.
Apfelessig anstelle von Weinessig? Ersetze den traditionellen Weinessig durch Apfelessig für deine Salate. Ein Glas Wasser mit 3 Esslöffeln davon hat die gleiche Wirkung wie Limettenwasser, sollte aber ein weiteres Mal täglich eingenommen werden. Um den Salat noch nützlicher zu machen, kannst du rohe Sonnenblumenkerne hinzufügen. Gemüse ist nicht nur roh, sondern auch gekocht noch nützlich. Gedämpfte Kartoffeln, Getreide und Mais sind ebenfalls eine gute Möglichkeit, einige unserer üblichen Zubereitungsarten zu ersetzen. Du kannst ebenfalls regelmäßig Selleriesamen als Gewürz verwenden, die ebenfalls die Harnsäure im Körper senken. Experten empfehlen außerdem, Omega-3-reiche Produkte in den Speiseplan aufzunehmen, da diese Fettsäuren entzündliche Prozesse reduzieren, was wiederum Schwellungen und Gelenkschmerzen lindert. Reich an Omega-3-Fettsäuren sind fette Fische wie Lachs, Hering, Makrele, Sardinen sowie Walnüsse und Leinsamen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.